aber dafür habe ich was für euch. Hallo Freunde, ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg und zwar habe ich auf dem Bulli-Festival in Wolfsburg den Martin Kafka von der Firma Car Electric kennengelernt und der sagte zu mir, hast du nicht Bock, deinen Bus mal ein bisschen diebstahlsicherer zu machen bzw. diebstahlsicher zu machen und wie wir das Ganze umsetzen und wie wir das Ganze einbauen, das seht ihr jetzt in dem Video. Also viel Spaß! Ei, das tut mir ja fast leid, dass das Video so kurz geworden ist, aber hätte ich euch mehr gezeigt, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass es nicht mehr so geheim gewesen wäre. Aber dafür habe ich was für euch und zwar habe ich einen kleinen Rabatt raushandeln können. Wer sich jetzt für so eine Wegversperre interessiert und vielleicht auch mehr Informationen noch darüber erfahren möchte, der schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Bitte ruft gerne bei Martin an, ein super netter, sympathischer Kerl, könnt ihr bestimmt alles fragen, was ihr wollt. Von mir könnt ihr jetzt nicht viel mehr Antworten bekommen, weil ich habe das gezeigt, was ich zeigen durfte und konnte. Und ansonsten, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung. Ich konnte noch eine Kleinigkeit für euch rausholen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein ganz kleines Fazit habe ich sogar schon, weil die Wegversperre ist jetzt ungefähr schon 3 Wochen in meinem Auto und man fühlt sich einfach innerlich sicherer. Also es ist bis jetzt halt noch nichts vorgekommen, dass das Auto irgendwie versucht wurde zu klauen oder ähnliches. Aber eben, man fühlt sich sicher. Ich glaube, ihr versteht auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut rein!